Am besten runterzählen, also dann geht das auch mit. Drei, zwei, eins. Solltest du nicht anfangen? Den Avatar im Deep Speak gesehen, hat mich abgelenkt. ja, hallo. Hallo Schnatzel. Hallo Ria. Ja, hallo Schwein. Geh da weg. Also, nicht Schnatzel, aber Dache hier. Wir hatten gerade eine völlig bescheuerte, spontane Idee. Ja, wir wollten Minecraft überleben spielen. Ich glaube... guck mal. Kann das sein? Was? Danke. Das passt schon besser. Das war nicht geplant. Also wir spielen Minecraft auf hart und versuchen so lange durchzuhalten wie möglich. Und wenn wir dort sind, sind wir dort. Ja, kann sein. Stirb, Huhn! Ich krieg nicht meinen Huhn tot! Wir machen das so als kleinen Selbstversuch, wer länger durchhalten kann. Genau. Völlig spontan. Darf ich deine Workbench auch benutzen? Ich dachte, wir spielen jetzt jeder für sich. Jeder für sich? Oh, nö. Nicht? Okay. Dann komm her. Das können wir als Steigerung beim nächsten Mal versuchen. Heißt ja nicht, dass wir uns nicht gegenseitig trollen können. Oho. Bist du sicher, dass du da ins Dunkle rein willst? Ja, ganz sicher. Das macht schon Geräusche. Oh. Ich hoffe, hier ist alles richtig eingestellt auf dem Server. Bin mir aber nicht so ganz sicher. Ey, die wollte ich abbauen. Was? Was wolltest du abbauen? Die Kohle. PvP an. Oh nee, ist gar nicht an. Das ist ja gar nicht so hardcore, wie ich dachte. Ja. Wolltest du es natürlich wieder an mir testen, ne? Nein. Gar nicht. Und alles lügen. Ich glaub dir kein Wort. Nö. Aber wenn er nicht auf ganz schwer ist, dann haben wir echt, dann ist er doch zu leicht. Ja doch, ist schon auf hart. Okay. Das ist ja gut, auch schon sonst wäre es ja langweilig. Ja genau. Also so schwer, dass Creeper einen sofort in die Luft sprengen und so. Also geht schon. Na super. Hallo! Hi. Da ist mir was vor die Füße gefallen. Oha. Ich baue mal einen Ofen. Ah, hätte ich jetzt auch gemacht. Ah, okay. Dann machst du den Ofen und ich... Ich baue uns Schutz. Das ist schön, das ist super. Reicht dir ein Holz, Dreckhaus? Ja, Dreckhäuser sind immer schön. Eigentlich wollten wir ja so richtig Hardcore oder sowas, aber das ging hier irgendwie auf diesem spontan schnell, wo kriegen wir mal eben einen Server irgendwie. Ja. Irgendwie wollte das nicht so ganz. Das heißt, wenn wir tot sind, respawnen wir einfach nicht, weil dann ist fertig. Genau. Und ist der Sack zu. Wie ist es dann eigentlich mit Hunger? Ganz normal, also du kannst nicht vom Hunger sterben, aber verlierst halt schneller. Okay. Ja, das wollte ich eben wissen. So. Wahrscheinlich sterben wir dann echt am Hunger. Das wär's ja. Ich verhungert sind die Versager.
Ah nein, ah nein. Irgendwie kriegen wir schon hin. Ich habe zwei Hühnfleisch. Ja, ich habe noch ganz viel Schweinefleisch. Schweini. Und nein, hier gibt es keine Fußballer. Oh Mann. Oh Gott. Ich dachte, mindestens einen schlechten Schwitz, genau. Witz muss man haben. Ein schlechter Schwitz, ja. Das ist das Mindeste. Das ist ja schon fast wieder das neue Wort für die nächste, Twitter-Kettenbrief-Geschichte, so wie heute. Das habe ich nur mit einem Namen losgestoßen, oh mein Gott. Oh, hey, wake up. Wake up? Hey, wake up. Hä? Ich habe nur einen Dreckblock gesessen, kriege Inventur. Okay. Weil du dein Inventar aufgemacht hast. Das habe ich schon öfters aufgemacht. Okay. Oh Gott, es wird langsam echt Nacht. Ich will das nicht. Ich will noch nicht sterben. Hast du auch immer das Problem, dass die Creeper plötzlich hinter dir sind? Nein, überhaupt nicht. Ja, dann ist ja gut. Schleichen sich nur an. Ich glaube, das war meine allererste Ticket-Geschichte damals, das erste Mal in Ticket eingeloggt habe. Sofort klopf auf den Baum, dreh mich um, boom. Echt? Ja, obwohl davor, gerade im Moment davor, ich lüfte dahin, da war noch nichts, dreh mich um, klopf den Baum und hinter mir, boom. Also richtig komisch. Phänomen, ich bin jetzt auf einmal plötzlich da. Ja, vielleicht ist das hier nicht so. Vielleicht ist es genauso. Wir werden es sehen. Wahrscheinlich sind wir so paranoid, dass wir dann freuen, oh, die Nacht ist vorbei und dann erst macht's Boom am Tag oder irgendwas weiß ich. Ja, genau. Die Nacht ist vorbei und vorm Haus. 10 Creeper warten schon auf uns. Opfer, Frischfleisch. Naja, Haus, ich nenne es jetzt mal Bunker. Oh Gott. Ich weiß, von mir ist man was anders gewohnt, aber es sieht nicht wie Haus aus. Aber das ist ja hier doch gar nicht der Plan. Ein schönes Haus zu bauen, oder? Ja. Oder was meinst du? Achso, ja. Geht nur ums Überleben, pures Survival. Ja, genau. Ich bin ja sonst immer nur der Bauer. Also nicht... nicht der Bauer, also der... Architekt. Der Bauer. Was laber ich heute für eine Scheiße? Es wird vielleicht schon dunkel. Ja, geht. Oh. Wohl ganz kurz kritisch. Wieso? Bist du da runtergefallen? Nein. Ich habe ein Holz zu wenig für eine Kiste, ne? Ah, ich komme schon vorbei. Und noch 6 bräuchte man eigentlich für eine Türe. Frr. Also du haust dich ja selber, ne? Warte, machen wir mal so. So. Upsa. Also, einmal hier eine Tür. Und eine Kiste. So. Damit uns niemand von oben runter. Das passiert mir auch ständig, ne? Fallen sie von oben runter. Was war das? Ich weiß nicht. Ach Gott. Garteneinrichtung. Wunderschön, oder? Ich hab ein paar Sonnenblumen geholt. Ein paar? 64 Stück! Wozu brauchst du die? Wofür? Die Sonnenblumen? Ja, vor allem 64. Kannst du gelbe Farbe rausmachen.
Okay. Und die ist ganz wichtig, um zu überlegen. Oh, guck mal. Okay. Ist ja geil. Hm. Ich hab nur 2 Block. Ich lass das mal. Ja. Genau. Mal. Da geht's ja auch raus. Bisschen Steine farmen. Also ja. Bisschen Licht machen. Ja. Also wir liegen jetzt. Wieso habe ich jetzt eine Sinnblume? Du legst jetzt einfach das Domizil tiefer. Ja, okay. Oh. Ich guck mal, ob es überhaupt Monster gibt. Hier ist irgendwie so. Hm, nö, nur ein Creeper. Oh. Ja, hier ist gar nichts. Das sind Schweine. Grunzen mich an. Ich will jetzt ernsthaft wissen, ob es hier Viecher gibt. Eigentlich schon. Sonnenblumen. Also die spawnen ja nicht in den Chunks, wo du gerade bist. Nicht? Nee. So. Nochmal das Ausleuchten. Ja, so ist das schön. Das ist schön, das ist schön. Okay, ich glaube, das neue Survival-Dings wird sein, so für heute. Schaffen wir es heute Abend noch zu sterben? Kann sein. Aber keine Monster. Echt? Bis jetzt nicht. Kürbisse habe ich gefunden. Ah, doch, Kürbisse. Das sind Monster. Ich habe einen Zombie und ein Skelett gefunden. Jetzt finde ich dich nicht mehr. Ich glaube, ich hole mir die Kürbisse am Tag. Ah ja, ist eine gute Idee. Aber sie laufen mir nach, die Viecher. Zum Glück haben wir eine Tür. Oh Moment, die können die Tür einbrechen, wenn es Zombies sind. Bitte aufpassen. Jetzt nicht mehr. Was hast du gemacht? Ich hab den Boden davor einfach tiefer gegraben. Musst du die Tür einmal umlegen. So rum, dann kannst du auch nicht mehr. Okay, cool. Wie sieht's bei dir hungermäßig aus? Ein Hungerbalken. Aber ich hab ja nochmal Fleisch gesammelt. Dann tue ich erst die Hühner noch rein. So, da wieder zugemacht. Irgendwie habe ich gerade so das Gefühl, wir müssen es uns noch ein bisschen schwerer machen. Ja, das wird noch, das wird noch. Glaube ich. Ich glaube, wir spielen einfach zu viel Minecraft, als dass wir zu Noobig rumrennen, oder wie? Naja, ich nubel gerne rum, aber Das auch, ja. Ich bin tatsächlich ein relativ vorsichtiger Spieler. So, ich will Quarz, aber nein, ich muss ins Nether, aber nein, ohne Rüstung gehe ich da nicht rein. Oh, keine Ahnung. Ja, mein letztes Mal Nether bestand darin, dass ich bis zu der Festung, wo wir die Sachen farmen wollten, einen kompletten Tunnel gebaut habe. Mit ausgeleuchtet und Türen mit Knopf und schlag mich tot. Alles andere war mir nicht sicher genug. Ich sterbe tatsächlich gar nicht mal so oft in Minecraft. Ah nee, mittlerweile. Ist auch nicht mehr so schwer. Also ich höre hier ein Skelett, ne? Echt? Und ein Andy! Enderman, Andy! Irgendwann kommt Lazy doch mal wieder und denkt sich, der Fug. Aufpassen vor. Hast du... Was? Ach, ich dachte... Hallo. Willkommen in meiner Bude. Hast du kein Bett für mich?